Voll cool. So. So. Triff dich auf den Theaterplatz in Korinth mit den Höker. Ah, genau. Oh, da freue ich mich ja auch schon mega drauf. Ich bin mega gespannt, was da jetzt passiert. Mega gespannt. Wir müssen ja so ein fettes Spektakel draus machen, dass der jetzt entmachtet wird. Das sind ein paar dicke Soldaten. So. Das mache ich dann später. Nicht zu sehen. Ja, warum denn nicht? Das finde ich immer noch so komisch, weil wir haben ja eigentlich dieses Siegel, das uns das uns berechtigt, mit den spartanischen Soldaten zusammenzuarbeiten. Aber irgendwie seit der Quest, wo wir das gebraucht haben, ja, ist es nicht mehr so wichtig, ne? Na gut, wir gehen mal hier runter. Also, sollen wir mitten rein? Ich bin ein bisschen scheu, ich will nicht vor den ganzen Zuschauern hier. Na gut, dann gehen wir mal. Teppichklopfer. Du wolltest also ein scheiß Schauspiel? Damit du die Gesichter all jener siehst, denen du Unrecht getan hast. Ich werde ihre Gesichter in dein ach so kostbares Blut tauchen. Myrine hätte genau dasselbe verdient. Die Stimme. Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund. Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände. Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Okay. Du kanntest meine Mutter? Sie hat mir nichts als Ärger gemacht. Aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Du wirst nicht mehr viel sagen können, wenn ich dein Hirn über die Bühne verteilt habe. Verpiss dich aus meinen Straßen! Sie gehören dir nicht länger. Verpiss dich aus meinen Straßen! Oh, das war so bedeutsam, dass gleich nochmal erwähnt wird. Okay, der Höker. Peloponnesischer Bund. Man musste den Höker auf den Straßen von Korinth gar nicht erst persönlich sehen, um ihn dort zu spüren. Seine Schläger hatten alles übernommen. Die Stadt, die einst der reichsten und blühendsten Hafen der gesamten griechischen Welt gewesen war, versank nun in Korruption. Der Kult nutzte diesen kleinen geistigen Verbrecher mit dem eisernen Griff, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Sorry. Wir bekommen dann so einen schönen, hübschen Helm. Heldenhelm. Aber den werden wir nicht brauchen, weil Kriegerschaden und Schadengedanken gegen Athena ist so nicht so meins. So. Wir verfolgen wir mal. Mal schauen, ob wir ihn finden. Ja, jetzt warte mal. Ich war noch nicht bereit. Wie ist das eigentlich? Au. Ja, ich fange gerade erst an und schon so ein Bossfight, ne? Ja, ich kann es eigentlich auch besser. Ich konzentriere mich mal auf die Kleinen. Die machen ja bekanntlich auch nicht. Tja, mein roter Angriff kontert deinen roten Angriff. Ja.
wollte gerade sagen, wir die Zuschauer greifen jetzt auch an, weil ich denen die Tribüne mehr oder weniger geschubst habe. Gut. Wie geht's dir denn heute auf? Dir steckt doch was in den Auge. Guten Tag. Oh, bist du da? Oh, der ist ja wirklich so. Anti-Aggressionstherapie, würde ich sagen. Wie das aussieht. Das ist lustig. Aua. Na, nochmal? Das ist gar nicht so schwer, jetzt ohne seine Freunde. Wie hat mich das denn erwischt? Naja. Oh, Entschuldigung. Ja, schreien doch nicht so. So, komm hier hin, hier wirst du sterben. Du lebst noch. Ah, jetzt bist du tot. Ah, ich soll mit dem reden. Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt. Die Plage, die euer Korn verdirbt. Anthusa, töte du ihn? Er gehört mir. An sich, er hatte unsere Mama gewürgt. Das ist ja nicht nett. Aber nee, die darf ihn. Du hast lange genug darauf gewartet, ihn in die Finger zu kriegen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Geht es dir besser? Ich habe mich danach gesehnt. Er hatte all das verdient. Und du verdienst Antworten. Komm, lass uns unter vier Augen sprechen. Schmeißen die einfach den ganzen Arm nach mir? Was soll denn das? Und das Kleid war sehr sauber. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Es steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Ich dachte mir auch nur, wie zum Henker haben sie so schnell den Arm abgehackt mit ihren kleinen Dolchen. Vor allem, warum? Vor allem, die Hand, okay, aber die haben ja quasi den kompletten Arm. Okay, es war zum Wohl der Stadt. Es verschafft mir, was ich brauche. An sich stimmt das Zweite, aber ich hätte es auch gemacht, wenn es nur in Anführungsstrichen der Stadt geholfen hätte. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvolle Geschäftspartnerin erwiesen. Das wo wir beim alle. Geschäft sind. Du schuldest mir etwas. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. So ist sie schon immer gewesen. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen. Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was Vater davon hielte.
Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Fand sie Arbeit? Sie blieb für sich, ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können, aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Ein Mann, ihre Familie? Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Und nach Korinth? Wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Sie muss dir einen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tyche schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Antosa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. An der Sirene. Wenn ich jemanden finden kann, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Ich habe jetzt genug Informationen. Ich sollte zurück nach Athen, zu Aspasia. Cool. Level 24. Wir kommen auch unserem... Ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte. So, ja, stimmt. Ah, ja, stimmt. Da gibt's ja noch was. Ja, 200% mehr Schaden. Ja. Genau, was war hier klammheimlich, muss ich zuerst... Hier, das da. Verringere die Geräusche deiner Bewegung. Das ist natürlich auch super. Komm, das machen wir jetzt. Danach können wir unsichtbar werden. Nice. So, Inventar. Da haben wir ja diesen schnieken Helm bekommen, aber den... ja, brauchen wir nicht wirklich. Was ist das denn? Augenklappe? Ja. Kein Kommentar. So. Dann haben wir das. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Attentatschaden und Schaden mit schweren Waffen machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jägerschaden. Schaden für... Also Prozente für alle Schäden ist natürlich auch gut. Also das da ist richtig, richtig cool. Das da ist natürlich ein bisschen heftiger. Das minus 100% Abklickzeit für die Fähigkeit Heldenschlag. Das ist halt... Alter. Halt richtig, richtig Bombe. Da auch was Neues bekommen. Aber wir lassen Nahkampfwiderstand so schlecht. Ja. Aber ganz ehrlich, wir bleiben bei der römischen Kluft. So, hey Teddy. Herzlich willkommen. Das war ja voll den Bossfight jetzt verpasst. Voll schade. Okay. Alle Köpfe. Wieso habe ich ein Kopfgeld eigentlich? Den muss ich noch machen. Den habe ich gemacht. Und wo hier in den... Ne, hier ist es gleich. So. Nö, ich stehe hier. Gut. So, dann werde ich mal hier. So. Warum nennst du mich ja hier immer Teddy?
weil das dein Name, Twitch-Name ist. Ja, ich sag halt hier nicht die, die echten Namen. Also, das soll ja niemand interessieren. So. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwas schreibst und dann antworte ich halt und sag halt deinen richtigen Namen, dann kommst zu Komplikationen wahrscheinlich, wenn dann die anderen sagen so, hä? Und so auf den antwortet er jetzt. Darf ich mich nicht sehen lassen. So. Gut, also. Ja, genau, das ist, ja. Mhm. Entschuldigung. So. Was machen der da unten? Ich hoffe, der übt. Oh, das macht ja fast Schaden. Das macht ja fast Schaden. Ja, nee. Okay. Kann ich den kritisch in die Beine beißen? Ja, nicht wirklich. Doch, ich kann ihn kritisch. Also das hat noch funktioniert. Cool. Oh Gott. Da habe ich gerade einen Schock abbekommen. Oh, hinter mir ist einer. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich bin noch nicht bereit. Warte mal. Alter, du. Das ist halt so ein ganz kleines bisschen OP. Dieses minus 100% Abklingzeit für die Fähigkeit zu Heldenschlag. Okay, ich habe einen neuen Bogen. Ja, naja, also... Cool, alles was ich dafür machen muss, ist einfach nur parieren. Und das bekomme ich ja manchmal ganz gut hin. Legendäre Auftragsserie. Da ist jetzt ein Auftragskiller. Auftragskiller? Wer bist du denn? Wer bist du? Warte mal, wo kann ich es noch sehen? P. Nee, macht total Sinn, wenn ich noch Ausdauer habe. Dann kann ich den Move auch im echten Leben mehrfach hintereinander tun. Ja, klar. Zelda. Wer hat da gerade Terror gemacht? Ja, da. Im Metis der Fanatiker. Aha, okay. Geringer Schaden durch Attentate, hoher Schaden durch Feuer. Ein ernstes Problem damit, sich anderen unterzuordnen, führte dazu, dass der Fanatiker aus dem Militär von Megara hinausgeworfen wurde. Am Ende stellte er jedoch fest, dass die Freiheit eines Lebens als Söldner seine wahre Berufung war. So, dann werde ich ihn mal unterordnen. Und zwar mir. Stört sich nicht, dass da auf den Schilden dein Kumpel ist? Ja, offensichtlich nicht.
Gut, also der hat Schwierigkeiten gegen Feuer. Ja, naja. Ja, ich würde den auch nicht gerne hier in der Stadt hier habe ich noch Schätze zu plündern. Ich würde den auch nicht gerne in der Stadt platt machen, weil dann scheinen die anderen schon wieder so rum und was ist denn da los? Da stirbt hier jemand. Ja, naja, dann komm mal hoch. Ciao. Nein! Ja, da habe ich leider gerade keinen kritischen Damage gemacht. So, wo ist der nächste? Oh. Hey Rick. Irgendwie voll angenehm, wie Tobi vorliest. Oh Gott. Danke. Also, ich bin richtig schlechter Vorleser. Also ich verlese mich die ganze Zeit. Also, wenn es funktioniert, dann ist es gut. Da hast du ihn gerade geschlagen? Du schlägst hier keinen. So. Gut. Oh. Gut, abgeschlossen. Haus des Anführers. So. Guten Tag, der Herr. Aus dem Weg. Er ist mir aus dem Weg gegangen. So. Dann schauen wir mal kurz. Also, das haben wir gemacht. Oh, hier der Schmied. Da können wir mal unsere Assassinen-Sachen auftunen. Das ist mal richtig cool. Wo ist der? Da ist er. Kult. Oh, Kult. Hinweise in der Nähe. Das ist... Warte. Kultisten-Hinweise, ne? Okay, das schaue ich dann. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Hallo. Verbessern. Wir können das da verbessern. 722. Attentatschaden hat das Schwert. Schwertschaden noch. Chance auf kritischen Treffer bei... Ja, okay. Ja, okay. Dann muss ich das leider nehmen. Ich pumpe so krass den Heldenschlag jetzt auf. So. Meine Bögen. Kann ich die nochmal? Kriegerschaden ist nicht so das, was ich will. Höchstleistungsfähigkeit, Schaden, Jägerschaden. Den würde ich noch nicht auftunen wollen. Aber den da. So. Gut. Dann. Attentatschaden, Chance auf kritischen Schaden ist immer super. Dann Attentatschaden, kritischer Schaden. Also, kritischer Schaden, es gibt nichts Besseres. So, ich tune einfach mal die komplette Ezio-Klamotten auf. Weil die werde ich ja sehr lange noch behalten. So, gravieren. Kann ich da noch was? Oh ja, da kann ich noch was rein gravieren. Okay, Kriegerschaden, nö. Giftschaden, nö. Jägerschaden, Feuerschaden, nö. Schaden an Tieren, kritischer Schaden, aha. Schaden für alle, ja. Schaden von Ares Schlachtruf, Spartatritt, Schildbrecher. Entschuldigung. Sorry. Das sind eigentlich richtig, richtig coole Gravuren. Aber die habe ich nicht. Also die benutze ich ja auch nicht. Also würde ich sagen, kritischer Schaden ist halt... Nice.
Gut, gravieren. Kann ich noch was anderes gravieren? Ich graviere sie. Und zwar das da. Attentatschaden, Jägerschaden. Also, Kriegerschaden, nö. Bewegungstempo beim Ducken. Puh. Ist natürlich nice, aber nicht, wenn ich nur eine Sache machen kann. Aber Bewegungstempo ist eigentlich auch nicht ganz so verkehrt. Fernkampfwiderstand brauche ich nicht. Jägerschaden ist schon gut. Kopfschussschaden ist mega. Kritischer Schaden. 12% Chance bei halbem Schaden zu. Also den halben Schaden zu ignorieren ist auch nicht schlecht. Kopfschussschaden oder kritischer Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Kopfschussschaden. Schaden. Ist halt speziell. Aber cool. Kritischer Schaden ist halt, den mache ich halt immer. Also mit Schwertern, mit Bögen. Das wird schwer. Ich habe ein bisschen was zum Lesen gegeben. Sorry, dass ich nicht so auf den Chat geachtet habe. Hast du gelesen, was ich dir auf Insta geschrieben habe? Noch nicht. Dobby beim Schmied. Der Hinweis ist beim Schmied beim Kaufen. Ach so, da kann man die Sachen auch kaufen. Ah, cool. Ich gehe hart auf Krieger. Das überrascht hier nicht mal Drake. ich werde auch nur noch mit Ezio Sachen rumlaufen. Gott, Alexios sieht damn gut darin aus. ich glaube, den muss ich dann nochmal, keine Ahnung, vielleicht mit Ezio, mit Alexios, Entschuldigung, holen. Ich mag den Olympia, ich mag mein Olympia-Outfit. Tobi weiß, was ich meine, glaube ich. Ja, ich diesen nur mit BH, oder? Meinst du? Oh. Danke.